steht der noch hier rum? Sag dir du. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, es geht weiter. Das Schätzchen haben wir ja gestern hier umgepflanzt und auch mit dem Wasserstoffperoxid und mit Nährstoffen versorgt. pH mit 8,28, also 8,3 kannst du sagen. Das ist soweit okay, gerade jetzt für das mineralische Substrat, wenn das ganz frisch ist. Mikrosiemenswert ist 860, auch das ist okay. Also ist die Pflanze gut versorgt. Das Einzige, was jetzt nicht okay ist, ist was? Sie ist nach dir gerichtet, weil sie hier rumstand. Das Licht von da vorne kommt. Ne? Von daher hat sich das jetzt so ergeben. Das heißt, ich muss jetzt einen Standort suchen für die Pflanze, wo sie hinkommt, damit sie dorthin kommt und damit ich hier Platz bekomme für das, was wir heute machen wollen, dann dementsprechend. Ja. Fangen wir an, würde ich sagen. Und ich bin aber noch am Gießen. Nur das wollte ich schon mal vorab gemacht haben, damit wir hier so langsam zu Rande kommen und ich nicht wieder die Hälfte vergesse. Wollen wir da mal reingucken kurz, wie das aussieht? Wenn wir so wahrscheinlich nicht sehen können. Nein? Okay, dann mache ich mal kurz eine andere Einstellung, bevor ich ihn wegstelle. Lauter Blubberblasen Sauerstoff, der sich hier entwickelt durch das H2O2, Wasserstoffperoxid. In dem Zug habe ich die Geräte auch drin gelassen heute Nacht und dann sind die auch mal mit gereinigt worden in dem Sinne. Ja, okay, Schätzlein, dann suchen wir jetzt mal einen neuen Standort für dich. Jetzt bekommt das Schätzchen seinen neuen Standort, wird voraussichtlich auch hier bleiben. So, ich habe hier etwas stehen und etwas hängen. Lol, pass mal auf. So, er steht jetzt auf seinem kleinen Höckerchen und wenn es irgend möglich ist, bei diesem wunderbaren Schätzchen, wobei egal welche Pflanze, sind alles wunderbare Schätze, die beste Variante ist das Licht direkt von oben, um die Pflanze richtig entfalten zu lassen. Ist aber nicht zwingend notwendig, steht jetzt auch hier am Fenster, das Licht reicht vollkommen aus. Sie würde allerdings in diese Richtung wachsen und alle Blätter würden sich in diese Richtung richten. Und da wir jetzt nicht von hier gucken, sondern von da hinten gucken, sehen wir natürlich die Pflanze nur seitlich oder von hinten, je nachdem. Ist dann nicht so schön, da muss man zwischendurch mal drehen, damit sie nicht irgendwann zu kopflastig wird. Wenn wir wissen, die Blätter werden richtig groß und wenn die jetzt alle in diese Richtung wachsen, dann fällt der Pott irgendwann um. Und wie gesagt, sieht dann auch nicht so schön aus. Und von daher, wenn man die Möglichkeit hat, einmal die Sonne von oben und da kann sie sich wunderschön entfalten. So, Dalle, habe ich jetzt nochmal aufgenommen, weil ich habe vorhin mal wieder den Ton nicht angemacht. Ja, hier steht noch einiges rum, weil, ja, ist noch nicht fertig hier, ne? Eins nach dem anderen. Wir haben so viele Baustellen im Moment hier, aber da steht sie jetzt erstmal richtig gut und kann sich wunderbar präsentieren. Da drehen wir es noch einmal rum, so wie sie jetzt vorher stand, so. Dann sieht das Ganze mal ein bisschen hübscher aus. Tja, und wenn wir überlegen, was das für ein Monster wird, ne? Jetzt noch recht klein, aber ja, die wird noch ordentlich wachsen. In der Ruhe liegt die Kraft. Das sollte ich mir mal öfters sagen, ne? Ist so. Ja, hier stehen auch so einige Sachen rum hier. So, dann gucken wir mal kurz hier unsere wunderschöne schöne Monstera Deliciosa. Das Blatt ist jetzt ausgereift, es hat sich aufgerichtet nach oben. Das heißt, wir können jetzt auf das neue Baby warten, also auf das neue Blatt dementsprechend. Ne? So, dann gucken wir jetzt gleich ganz kurz mal, wie das ausschaut mit den anderen Pflanzen. Ich wollte mal kurz hier einen Blick reinwerfen überall, wie das so aussieht. Ja, ist alles okay, alles easy, alles cool. Das ist, oh, ja, passt. So, hier jetzt unsere Pflanze, das Bäumchen. Der Kakaobaum. Jetzt guck dir mal das neue Blatt an hier. Das ist so heavy. Aber nach wie vor, immer wieder mal gesagt, aufpassen. Ne? Nicht irgendwie knicken das Blatt oder so. Ganz zart berühren. Denn die sind sehr ja, pergamentartig. Und die ja, kriegen dann hässliche Flecken oder knicken. Die sehen dann nicht so schön aus, wenn die Blätter ausreifen. Immer schön in Ruhe lassen. Ne? Also das Schätzchen macht sich richtig gut. So, die Avocado, die sich jetzt hier so ein bisschen angelehnt hat, sieht hier oben gut aus. Richtig kräftig. Auch der Neuaustrieb. Sieht schön aus, die Blätter sind allerdings etwas kleiner geworden. Ja, und hier haben sich die Blätter angelegt tatsächlich und im unteren Bereich gehen die Blätter jetzt kaputt. Ja, ist so. Ne? Da ist irgendwas im Busche und von daher wollen wir jetzt mal in den Busch ein bisschen tiefer gucken, wie das da aussieht. Ja, so ist das. Ne? Mal gucken, ob wir das rauskriegen, woran das jetzt tatsächlich liegt. Ich habe eine Vermutung, hat ja schon mal gesagt, ne? Aber ja. Dann gucken wir jetzt mal etwas genauer, würde ich sagen, wie das da ausschaut. Wasserstoffperoxid, weiß Bescheid. So, ich habe jetzt eine 2-Liter-Gießkanne hier.
Nach wie vor, wie gesagt, alles Experiment. Ne? Müsst ihr nicht nachmachen oder solltet ihr nicht. Ne? Aber kannst auch selber entscheiden. Ganz klarer Fall. Ne? So, dementsprechend kommen jetzt 10 Milliliter hier rein. Auf 2 Liter wohlgemerkt. Ne? Auf 2 Liter. So, dann haben wir das soweit schon mal fertig. Und jetzt wollen wir mal gucken, was hier Tatsache gegeben ist bei den Bäumchen. Ich meine, ist ja echt gut gewachsen. Ne? Aber wie gesagt, irgendwas ist da irgendwie jetzt mal schief gelaufen. Was genau, weiß ich nicht. So, nochmal ein Schätzchen mal raus hier. So, dalle, aufpassen, dass mir nicht umfällt hier. Und dann stelle ich den jetzt einfach mal, die Wurzeln sehen nicht gut aus, muss ich sagen. Also meine Vermutung ist wahrscheinlich richtig. Ich stelle jetzt erstmal hier ins Töpfchen. So, bleib mal schön stehen hier. Ich werde das dann auch schon mal durchspülen hier. Dann kriegt das Ganze auch ein bisschen mehr Gewicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wobei das, ich glaube, es wird schwierig nachzuweisen. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, aber sehen wir gleich, ne? So, Dalle, gucke mal, wunderbar. Ups. Ja, das ist ein Trecker bei uns hier, ne? Normal, Fenster sind jetzt offen, weil schöne frische Luft draußen, 21 Grad. Da wollen wir das ganze Haus richtig schön durchlüften. Bleib schön stehen hier, Schätzchen, mach bloß keinen Kopfsprung jetzt hier. Okay. Dann, ja. Als allererstes Mikro-Siemens-Wert, ganz klarer Fall. Den können wir schnell, ganz schnell ermitteln. Oh, jawohl. Oh. 2900 Mikro-Siemens. Das ist natürlich schon recht viel, muss ich sagen. Recht viel. So, das wird wahrscheinlich jetzt einen Moment dauern. pH-Wert, ne? Mal checken. Oder ballert auf jeden Fall nach oben. Also hier ist was passiert, definitiv. Okay, ich habe eine Vermutung. Mach mal auf. Ist so, ne? Wenn du Kinder hast, weißt Bescheid, ne? Pass mal auf. Ich habe mal vor kurzem, wer sich daran erinnert, Meerwasser angesetzt, ne? Also, ja, Meerwasser. Nicht Meerwasser, sondern das Meer, ne? Meerwasser, Salzwasser. Ja, das ist mal richtig interessant. Allerdings war der Behälter jetzt schon leer gewesen. Ich habe jetzt nachgefüllt gehabt mit Leitungswasser heute Morgen. Ist auch recht voll. Von daher ist auch so viel wie möglich auch schon mal da reingegangen. So, wie mache ich das jetzt? Pass mal auf. Ich brauche einen Behälter, einen sauberen, wo ich was reinfüllen kann. Sonst habe ich doch immer saubere Behälter hier stehen. Habe ich die alle wieder schon benutzt? Hier haben wir einen kleinen Behälter, guck mal. Jawohl. So, ich fülle da jetzt mal ein bisschen von ab. Ohne zu plüttern. Jawohl, das klappt doch wunderbar. So, ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, wie die Werte aussahen von dem Meerwasser, ob man da irgendwas messen kann. Ja, 7,61. Das ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. So, Dalle, wollen wir mal gucken, ob das hier irgendwas zu uns bringen wird. Ja, alles klar. Super, also mein Verdacht hat sich bestätigt. Mein liebes Kind hat gegossen. Mit Salzwasser. Das ist allerdings mein Fehler gewesen. Wo habe ich es denn jetzt stehen? Nee, jetzt habe ich es weggetan tatsächlich. Ich hatte so einen kleinen Becher hier stehen gehabt mit Salzwasser drin, wo ich mal was nachgemessen hatte. Und das stand hier auf dem Tisch. Und einen Tag komme ich rein, denke mir so, oh, das wird aber langsam ganz schön wenig. Aber verdunstet ja was, denkst du ja nichts bei. Ne? Ja, und dann ist es so, dass ich die Pflanzen nicht mehr voll gieße. Ne? Und einen Tag gucke ich so und dachte mir so, warum ist denn der Pott so voll? Ja gut, vielleicht war der Wasserstandsanzeiger hat geklemmt oder so und ist dann später hochgesprungen. Passiert ja auch manchmal, ne? Aber nein, es ist definitiv so. Tja, zum Glück hat nur sie etwas bekommen, denn unser Kakaobäumchen hat keine Anzeichen von irgendwas. Zumindest bis heute noch nicht. Und hier gieße ich auch ja fast alle 2 Tage komplett so 2 Zentimeter unten in den Untersetzer rein. Der steht ja auf dem Untersetzer. Und das läuft also richtig gut über den Kakaobäumchen. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Zu viel Salz. Tatsächlich. Ja, okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel sie reingegossen hat. Vielleicht nur einen kleinen Schluck oder so, weiß man nicht, ne? Aber wir sehen, Salzwasser ist nicht gut für die Avocados. Ja, ist so, ne? Okay, aber ich denke, er wird sich erholen, weil das sieht so blatttechnisch gut aus. Er ist von unten jetzt halt angefangen. Also erst haben die Blätter eingeklappt, ne? Da dachte ich mir so, ja, was da los? Habe ich noch nie gehabt. Und dann fing unten an, die Blätter so langsam braun zu werden und abzufallen einfach. Tja, okay, gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. So, was haben wir jetzt hier im Salzwasser? Ja, 7,56. Ne? Also das ist jetzt mal
gut, dass ich dann sowas nachmessen kann, nachforschen kann in dem Sinne. Ne? Nico Siemens ist hier 620. Ja, okay, also. Tja, gut, dass wir auch mal nachgeguckt haben, ne? Schätzelein. Hätte ich noch länger gewartet, irgendwann hätte er gar keine Blätter mehr gehabt. Oder vielleicht hätte es sich aber auch von alleine wieder beruhigt in dem Sinne, weil ich ja immer wieder mal was nachgieße. Ne? Und von daher würde sich das ja auch verdünnen. Ja, aber interessant, dass das überlebt hat. Obwohl, wir wissen noch nicht, kann auch noch was hinterherkommen. Ne? Von daher, okay, also wird er jetzt erstmal schön gecleant und dann schauen wir mal, ob das Schätzchen ja dann doch noch vielleicht wieder wird. Ne? Weil der ist so schön gewachsen, da wäre echt schade drum. Ja, okay. Ich bin meinem Kind nicht böse deswegen, denn es war mein Fehler. Mein Kind macht alles das nach, was ich mache. Und dementsprechend muss ich das, was ich nicht möchte, dass das gemacht wird, beiseite stellen, wegräumen. Ganz wichtig. Denn unser Schätzelein hat auch schon mal angefangen, hier Garnelen zu keschern. Also den Kescher auch wegpacken, weiß Bescheid. Okay. Jetzt habe ich gesagt, die Blätter sind braun geworden, sind sie gar nicht. Die sind grün mumifiziert, kann man sagen. Also sie sind richtig trocken, ne? Aber nicht kaputt gegangen in dem Sinne. Ich vermute mal, dass die Pflanze dort in die Blätter etwas eingelagert hat und sie dann abgeschmissen hat, um eben ja, das aus dem Wasser rauszuholen, was drin ist, was ihr nicht gefällt. Die Vermutung habe ich zumindest, wir kennen das ja auch von der Überdüngung, dass dann auch von unten her die ersten Blätter anfangen schwarz zu werden allerdings. Ja, ne? Da habe ich auch die Vermutung, dass die Pflanze dort Stoffe einlagert, reinschickt und dann die Blätter abschmeißt, um sich dessen, was zu viel ist, zu entledigen. Okay. Wir sind wieder im Arbeitsraum und schauen uns jetzt den Basilikum an von gestern, den wir geflutet haben, auch mit dem Wasserstoffperoxid, dass wir mal sehen können, wie das so aussieht. Der Pflanze geht es nach wie vor richtig gut. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Hier kann man sehr schön sehen, wo der Wasserstand ist. Ne? Und so sieht das jetzt hier unten drin aus. Ja, sieht aus wie Cola, ne? Ja, auch das sind Sauerstoffbläschen und ja, so können wir das Ganze cleanen. Voraussichtlich, ne, das ist jetzt hier ein Experiment in der Erde, aber wir wollen mal gucken, ob und wie das funktioniert. Aber wir sehen auf jeden Fall, der Pflanze geht es heute noch tatsächlich gut und sie bleibt also noch einen weiteren Tag drin, also nochmal 24 Stunden bis morgen. Und ich denke, morgen können wir sie dann rausnehmen und dann werden wir das restliche Wasser aus der Erde raussaugen. Nein, nicht mit dem Schlauch, aber das wisst ihr, ne, wie wir das machen. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Pflanze sich dann dementsprechend entwickelt. Vor allen Dingen, wie das dann halt jetzt verträglich ist für die Pflanze allgemein. Wie gesagt, auch das ist tatsächlich immer noch ein Versuch, denn wir wissen ja, Versuch macht klug. Okay. Wir kommen zum nächsten Projekt. Das ist die Orchidee. Auch hier haben wir schon zweimal wenigstens mit Wasserstoffperoxid gearbeitet. Der Pflanze geht es richtig gut. Kräftiges Grün befindet sich auch im Wachstum. Hier kommt gerade ein neues Blättchen raus. Die Wurzeln sehen richtig gut aus. Knackig, frisch, green. Also hier hat sich in keinster Weise irgendetwas entwickelt, was schädlich gewesen wäre. Das dürfen wir definitiv so heute schon mal mitnehmen. Wir könnten sie eigentlich auch mal wieder hochziehen, das machen wir eigentlich. Ne? Aber ich wollte es jetzt mal so belassen, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und bisher, die Wurzeln, die hier unten reingewachsen sind, sehen gut aus. Also kein Fäulnis oder dergleichen. Und hier werden wir es heute mal so machen. Ich sag mal, Fall dessen des. Ich gehe mal davon aus, hier sind viele Schädlinge dran. Ne? Und ja. Dann mache ich jetzt was. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal komplett fluten. Und dann nehmen wir jetzt wieder 1 Liter Wasser. Hier nehmen wir in dem Fall Osmosewasser bei der Orchidee. Ein bisschen Kalk vertragen die auch, aber man sollte nicht zu viel nehmen. Ne? So, dann kommt hier das Wasserstoffperoxid rein. 5 Milliliter auf 1 Liter. Also ganze Römer ein kleines bisschen um hier. Und dann möchte ich jetzt sie fluten. Ne, dass die Wurzeln, die Luftwurzeln, die da sind, alle tatsächlich im Wasser sind und das Wasserstoffperoxid, ich sag's mal, drankommt in dem Sinne. Ne? Wenn das jetzt nicht reichen sollte, dann setze ich gleich noch was an und werde das nochmal nachfüllen. Aber ich glaube, das ist okay soweit. Ne? Das ist soweit okay. Dann können wir auch nachher mal sehen, wie das Ganze dann aussieht. Ja, das ist okay. Muss jetzt nicht bis ganz oben hin sein. Ne? Einfach mal, um zu gucken, wie reagieren die Wurzeln da drauf. Und die Frage stellt sich mir jetzt, können wir sie so auch im Wasser lassen, wenn wir diese Prozedur ab und zu mal wiederholen? Dann also nicht komplett neues Wasser nehmen, sondern ab und zu einfach ein paar Tropfen von dem Wasserstoffperoxid da rein. Wir wissen jetzt ungefähr, dass von hier nach da 1 Liter ergibt. Ne? Also können wir dann dementsprechend, wenn wir die gleiche Menge wieder haben am Wasser gestellt in dem Sinne, also nachgefüllt, dann tatsächlich 5 Milliliter hier reingeben.
Ein bisschen verdünnt, umgerührt, ganz klarer Fall. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ja, eine interessante Geschichte, was wir mit dem Wasserstoffperoxid alles machen können. Nicht vergessen, das ist die 6%ige Lösung. Ne? Das muss man wissen, wenn man da irgendwas mit nachmachen möchte, dass man da keinen Fehler begeht. Weil nach wie vor, wie gesagt, ist das im Test. Es kann ja auch sein, dass wir mehr nehmen können. Wir wissen es aber noch nicht. Und momentan sind wir aber so mit der Menge in dem Verhältnis, sag ich mal, auf einem guten Wege. Und von daher übertreibe ich es jetzt noch nicht. Noch nicht, ne? Weiß Bescheid. Ja, und dann unsere Monstera Adansonii Albo Variegata. Ja, das ist auch ein Phänomen hier, ne? Ich stelle mal eben andere Belichtung ein. So, pass mal auf. Das, ja, das mit dem gelben Blatt. Also das Blatt ist nicht kaputt, ne? Muss nicht denken. Das ist so. Also das ist jetzt, es ist einfach gelb geworden. Also der Weißanteil, ne? Der ist nicht wirklich, ja. Also, er ist gelb, ist aber nicht gelb, weißt du, was ich meine? Also, er geht nicht kaputt oder so. Normalerweise müsste das Ganze so wie hier sein, weiß. Ne? Und das hat sich dann jetzt hier bei uns so entwickelt. Woran es liegt, weiß ich noch nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, ob wir das irgendwann noch rauskriegen. Das wäre natürlich ganz schön. Ne? Wenn du eine Vermutung hast, darfst du gerne mal schreiben in die Kommentare, was du dir denkst, wieso das so sein könnte. Aber das ist auf jeden Fall, ja, ich sag's mal, ein geniales Phänomen. Ne? Also, wie gesagt, es ist jetzt nicht gelb, weil es kaputt geht. Allerdings ist es auch nicht so intensiv gelb, wie es jetzt hier rüberkommt. Das ist halt die Kamera, die hat das jetzt so in der Einstellung her. Ja, okay. Man kann schon erkennen, wie die Blubberparty langsam losgeht. Das ist schon interessant, auf jeden Fall. Ne? Hier sehen wir auch eine Wurzel, die unten schon drin ist in dem Granulat. Und auch die hat eine weiße Spitze. Also das läuft soweit ganz gut. Das wird wirklich echt spannend. Also, so, dann kommen wir kurz nochmal hier zu unserer Monstera. pH ist 7,1, Mikrosiemenswert knapp 230, das ist soweit okay. Da wollen wir mal nicht meckern, aber das ist schon mal ein interessantes Phänomen. Ne? Ja, Wurzeln sehen richtig gut aus, alles in Ordnung soweit. Ja, also liegt es vielleicht tatsächlich an dem Dünger? Ich bin mir nicht sicher, sowieso nicht, weil ich kann auch nur Vermutungen anstellen jetzt. Ne? Wäre dann denkbar vielleicht, weil ich kann es mir einfach nicht erklären. Ne? Wieso ist das so? Oder ist unser Licht so, dass das so eine Reaktion hervorruft? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist auf jeden Fall, tja, sehr, sehr, sehr interessant. Jetzt geht es um die Monstera Albo Variegata. Hier hatten wir ja so eine kleine Entwicklung, so einen dunklen Fleck gesehen damals, also vor ein paar Tagen, und haben dementsprechend etwas mehr gedüngt, weil sie war unterversorgt, das hat man auch nachgemessen. Und es ist toi 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 bis jetzt so geblieben. Allerdings werden wir heute nochmal eingreifen. Das machen wir dann vorzeitig, bevor es zu spät ist, denn die Pflanze braucht jetzt Kraft. Und warum braucht sie Kraft? Da, tada. Sie bekommt ein neues Blättchen. Das ist unser Kopfsteckling hier. Der macht sich also richtig prächtig. Und hier ist das andere, das ist unser Stecki. Teilstück bekommt jetzt ein wunderschönes neues Blatt. Richtig schick weiß anzusehen. Auch hier. Der Braunanteil, der sich damals hier entwickelt hatte, ne, haben wir auch gegengesteuert. Und seitdem ist das so geblieben, hat sich nicht mehr verändert. Das ist also schon eine Faszination, dass man definitiv das so mitnehmen kann. Ne? Ausreichend Kalk und ausreichend Nährstoffe und dann passiert da auch nichts. Die Thematik ist jetzt natürlich, wie kriegt man das hin, dass das immer kontinuierlich gleich ist. Ne? Dass der pH-Wert nicht absackt oder nicht hochgeht. Dass die Nährstoffe nach Möglichkeit gleichbleibend sind. Ne? Nicht irgendwann ganz viel oder irgendwann ganz wenig. Ja, das ist der sogenannte grüne Daumen. Den musst du dann im Laufe der Zeit entwickeln. Das ist nun mal so gegeben. Ne? So, wir werden jetzt hier eingreifen. Tatsächlich, kann ich das so stehen lassen? Ja, ne? Komm, das lassen wir so stehen, das Bild. Ich habe Wasser schon mal angesetzt. 600 Milliliter Leitungswasser, 400 Milliliter Osmosewasser und das Ganze aufgedüngt mit dem Compo Complete mit 1,2 Milliliter. Und wir haben jetzt einen Mikrosiemenswert von 850. Das ist soweit okay. pH-Wert brauchen wir nicht messen, weil der wird sich noch enorm verändern. Das wissen wir mittlerweile schon. So, das heißt aber auch hier heute wieder im Durchfluss. Ne? Es ist noch ausreichend Feuchtigkeit gegeben im Substrat. Wir müssten eigentlich gar nicht gießen. Aber ich möchte vorgreifen, dementsprechend das Durchspülen wieder, um hier auch heute mal nachzumessen. Ich glaube, letztes Mal haben wir gar nicht den pH-Wert gemessen. Wobei das auch nicht ganz so relevant ist, wie wir wissen. Ne? Denn das verändert sich noch im Laufe der Zeit. Es reagiert miteinander. Und von daher, aber trotz alledem gucken wir mal. Wobei ich aber dazu sagen muss, ich habe vor 2 Tagen ganz kleinen Schluck Leitungswasser überall reingegeben. Prophylaktisch, ne? Und von daher
Wollen wir mal gucken. Ja, das mit dem Gelbanteil hier, also mit dem Gelbblatt, ich meine, ist ja schön, ne? Dass das so ist. Ich meine, es sieht ja nicht verkehrt aus. Ne? Die gibt es auch so zu kaufen. Die sind unheimlich teuer, muss ich sagen. Also von daher ist das gar nicht so verkehrt. Ne? Ja. Jetzt wollte ich was vergessen. Ach, jetzt habe ich es doch vergessen. Nein, ich wollte eigentlich, ne, kommen wir ein andermal zu. Egal, wahrscheinlich weiß ich jetzt schon, was ich vergessen habe. Aber okay, läuft ja nicht weg. Ne? Machen wir ein andermal dann. Dann gucken wir gleich mal, wie die Werte jetzt aussehen. Ich meine, es läuft schon rund, muss ich sagen. Ne? Wenn man weiß, was man machen kann, ganz klarer Fall. Ja, okay, also das ist aber echt hier, ne? Hammerphänomen, das Blatt auch hier, was jetzt kommt, ne? Das wird, so wie es aussieht, komplett weiß werden. Oh mein Gott, hoffentlich kriegen wir das hin, dass wir das dann auch schön weiß behalten. Ne? Okay. Wir gucken noch mal kurz bei unserer Orchidee vorbei. Ja, das ist sehr interessant, muss ich sagen, denn hier oben geht echt die Party ab. Aber heftig, richtig heftig, muss ich sagen. Ne? Wie gesagt, hier ist noch nie Wasser dran gekommen und natürlicherweise auch noch nie Wasserstoffperoxid. Und aus dem Grunde reagiert das jetzt, ne? Weil da sind irgendwelche Stoffe drauf, die ja, sich jetzt zersetzen mit dem Sauerstoff, der entsteht. Ich drehe das mal vorsichtig, ohne dass gleich die ganzen Blasen hochkommen, dass man das mal so sehen kann. Ne? Ja, das ist schon ziemlich heavy, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist also echt heftige Reaktion, alter Schwede. Ja, okay, nehmen wir so mit, aber wir sehen hier im unteren Bereich hatten wir schon zwei, dreimal das Ganze mit Wasserstoffperoxid gemacht. Und hier ist also ja, nicht wirklich viel los, ne? Das ist im Prinzip noch gecleant, von daher ist da keine heftige Reaktion. Aber hier ne, mit den organischen Bestandteilen, die so ja, sich mit dem Laufe der Zeit ansammeln oder was auch immer, whatever, ne? Das reagiert jetzt mit dem Wasserstoffperoxid tatsächlich. Aber da bin ich aber echt mal gespannt. Ja, also ich gehe schon fast davon aus, dass man sie tatsächlich mit der Verfahrensweise, wenn man das ab und zu macht, ne, dann auch im Wasser halten kann. Gehe ich erstmal jetzt von aus. Aber wie gesagt, das wird dann auch ein Test in dem Sinne. Okay. Bei dem Schätzchen haben wir jetzt einen pH-Wert von 6,3. Das ist relativ niedrig. Kann auch sein, dass sie in der Erde damit so zurechtkommen, aber das wissen wir noch nicht, denn in Kokoserde pflanzen wir noch nicht so lange. Da sind wir noch ganz neu im Prinzip am Start, um das genau hinzukriegen. Mikrosiemenswert ist knapp 2000, also gut versorgt auf jeden Fall. Das ist soweit, ja, da machen wir uns jetzt mal Gedanken. Und in der Zeit würde ich sagen, messe ich jetzt mal bei dem Schätzchen nach hier. Bei unserem Kopfsteckling sieht es ganz anders aus. Hast du dir wahrscheinlich jetzt auch schon gedacht. Ne? Mikrosiemenswert ist 690 und pH-Wert ist jetzt knapp bei 7. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also hier habe ich dann doch schon etwas mehr mit Leitungswasser gearbeitet, wie wir sehen. Aber interessant. Ne? Das ist so schon mal eine richtig coole Sache. Wobei das meist ja sowieso ist, wenn der Mikrosiemenswert relativ hoch ist, so wie wir es hier gegeben haben, ist der pH-Wert meist sowieso niedriger. Ne? Hier ist der Mikrosiemenswert nicht so hoch und dementsprechend der pH-Wert tatsächlich auch etwas höher. So unterschiedlich kann das sein. Ne? Das ist schon mal interessant. Wie gesagt, das ist ein Stecki und das ist ein Kopfsteckling. Ne? Der verbraucht natürlich wesentlich mehr Nährstoffe als so ein kleiner Stecki. Das ist schon mal ganz klar. Aber gut, dass man das so sieht, mitnehmen kann, ne, wie unterschiedlich das ist. Also man kann nicht alle Pi mal Daumen gleich versorgen. Ist so. Ist definitiv so. So, das Wasser werde ich nach wie vor, ich zeige es jetzt noch mal ganz kurz, ne, ganz klar, das gießen wir jetzt weg, damit die also jetzt nicht drin stehen bleiben. Nicht, dass du denkst, dass die jetzt hier drin stehen im Anstau oder so. Und das machen wir nicht in der Kokoserde. Auf gar keinen Fall. Und von da gießen wir das jetzt raus. Ja. Aber ist okay, ich meine, das mit dem Braunanteil, der sich hier entwickeln wollte bei dem Schätzchen, hat sich ja soweit reguliert. Ne? Aber hier müssen wir schon gucken, dass wir den Mikrosiemenswert mit der Zeit etwas höher bekommen, definitiv. Ne? Also der braucht schon mal mehr Nährstoffe als der. Wobei sich das noch verändert wird, denn der Stecki wächst ja auch und umso mehr Blätter er bekommt, umso mehr Nährstoffe wird er verbrauchen. Und auch da muss man dann wieder eingreifen. Das darf man alles nicht vergessen. Ne? Es sind diese Zusammenhänge, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Okay. Dann machen wir sie jetzt alle einmal durch. pH-Wert 6,9 bei dem Schätzchen hier. Das ist okay. Hier haben wir 6,7 bei dem Schätzchen. Und bei dem hier haben wir 6,2. So unterschiedlich ist das. Ne? Das ist auch mal mega interessant. Ne? Wie gesagt, Pi mal Daumen oder einfach mal so, ja, ist gar nicht, nicht unbedingt richtig. Ganz, ganz klarer Fall. Oh, da bin ich jetzt überrascht. Der hat gerade mal 450 Mikrosiemens hier drin, der grüne. Und hier haben wir 1800 Mikrosiemens, also auch hier sehr unterschiedlich, allerdings ist das Töpfchen auch größer hier. Und hier haben wir 540 Mikrosiemens. Ja, so unterschiedlich ist das. Jede Pflanze verbraucht tatsächlich ganz anders. Ne?
Also da ist man doch auf der sicheren Seite, wenn man nachmessen kann. Ganz, ganz, ganz klarer Fall. Also es ist so, auch schön, dass wir das so tatsächlich erleben dürfen, hier mitnehmen. Ne? Also du kannst nicht eine Pflanze bei 1000 gießen und die bei 1000 und die bei 1000, denkst alle drei haben das Gleiche. Joa, die eine braucht mehr, die andere weniger. So ist das eben. Das sieht genauso mit dem Kalk aus. Ne? Die eine verbraucht mehr und die andere weniger. Abhängig auch vom Wachstumsstatus, ob sie gerade neue Blätter ausbilden oder ob sie sich in der Ruhephase befinden. Alles das spielt dort mit rein. Okay. 1800, 1400, Pärwert 6,2 bei beiden tatsächlich. Ja, wir sehen schon, in der Kokoserde läuft das Ganze ein bisschen anders. Okay, den Pflanzen geht es gut, sehen sehr gut aus. Hier kommt auch eine kleine Spitze rausgewachsen, also hier kommt wieder etwas nachgeschoben. Hier ist schon ein kleines Blättchen, das muss ich noch entrollen und eine kleine Spitze ist auch hier schon wieder zu sehen. Wurzeln kann man auch schon sehen hier unten drin, also das ist wunderbar, sind also am Einwachsen. Das klappt soweit ganz gut, aber interessanterweise ist der Mikrosiebenwert so hoch und der pH-Wert so niedrig. Ja, so, das heißt also, hier müssen wir tatsächlich eingreifen, definitiv. Ich gieße das erstmal raus hier. Vom Mikrosiemenswert her würde ich sagen, ist das jetzt so, wo man aufpassen muss, ne? Definitiv. Aber wir sehen, den Pflanzen geht es noch gut. Also ne? Ich habe das gleiche reingegossen übrigens wie bei der Monstera vorhin. Das heißt im Klartext, da der pH-Wert hier so niedrig ist, also auch interessant, ne? Das heißt, in der Kokoserde müssen wir es auch noch anders handhaben, definitiv. Da müssen wir mal gucken, wie wir da noch hinkommen. Das heißt, auf jeden Fall müssen wir dort mehr Leitungswasser verwenden. Aber, haha, jetzt kommt's. Das wird nur am Anfang so sein, denn der Kalk lagert sich mit der Zeit ein ins Substrat, ne? Und dann sieht das nämlich schon wieder anders aus. It is so it is. Ne? Ich kann es nur so sagen, wie es ist, damit wir das wissen, wie es ist. Ne? Damit wir das alles schön lernen können hier. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ne? Jetzt anfangs sieht es so aus und in ein paar Wochen kann das ganz anders aussehen, weil dann ausreichend Kalk drin ist. Und wenn man dann immer noch fleißig mit Leitungswasser nachgießt, dann ist irgendwann zu viel. Es ist halt so. Das ist so, wie es ist. Ne? Und wie gesagt, schön, dass wir das hier mitnehmen können. So, jetzt habe ich so ein kleines bisschen durchgespült. Die dürfen wieder auf den Tisch und erstmal weiter wachsen. Es ist, denke ich mal, doch für alle wirklich interessant zu sehen, was jetzt so passiert. Dass wir also das mit der Kokoserde nochmal angefangen haben in dem Sinne. So, wir haben jetzt hier unsere Juwel-Orchidee nicht, sondern das ist die Schiefblattbegonie. Ja, die sieht so lala aus. Von der Farbe würde man sagen, sieht okay aus. Ne? Auch von hinten wunderschön. Aber ich habe das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. So ganz bin ich nicht mehr zufrieden. So, das heißt, ich werde sie auch durchspülen hier. Allerdings nicht mit der Variante wie vorhin, sondern jetzt haben wir hier drin 450 Mikrosiemens, 300 Milliliter Leitungswasser, 700 Milliliter Osmosewasser und dann dementsprechend aufgedüngt. Auch hier circa 0,6 Milliliter auf 1 Liter. So, dann spülen wir das einmal durch hier. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie das aussieht. Ne? So, okay, einen kleinen Moment lasse ich es noch stehen. So, mal gespannt, ob wir irgendwann mal Trauermücken kriegen. Ne? Das wäre natürlich eine spannende Geschichte. Dann. In der Kokoserde haben wir 950 Mikrosiemens, jetzt gemessen im Wasser. pH-Wert von 6,5, das Wasser habe ich schon mal rausgegossen. Und bei der anderen Variante hier haben wir pH-Wert von 7 und Mikrosiemenswert von knapp 500. Hier gieße ich tatsächlich auch immer die 500er Variante rein. Aber wir sehen schon, hier im Mineralsubstrat sieht die Pflanze doch etwas kräftiger aus, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, neutraler pH-Wert und relativ wenig Nährstoffe im Verhältnis jetzt so gesehen. Und hier haben wir etwas mehr Nährstoffe und etwas niedrigeren pH-Wert, wobei sie eigentlich ein schwach saures Milieu mögen. Da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich da vorgehe, weil ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde sie auf jeden Fall erstmal durchspülen, das heißt also die Nährstoffe erstmal rausholen, mit reinem Wasser tatsächlich, und das Ganze dementsprechend dann wieder gezielt aufdüngen bei 500, dementsprechend dann aber auch wieder mit Leitungswasser dazu. Dafür, dass ich hier immer die 500er Variante reingieße, ist das schon mal eine coole Sache, dass das so momentan aussieht. Wir wissen aber schon, dass im mineralischen Substrat auch was gespeichert wird, das wissen wir. Ne? Aber andersrum in der Kokoserde genauso. Das wird dann nicht viel anders sein. Wie gesagt, das lasse ich so, wie es ist erstmal. Und das Schätzchen, wie gesagt, werde ich dann doch erstmal mit reinem Wasser durchspülen. Ich werde es jetzt zwischendurch mal machen. Ich habe schon einen Behälter gesucht, wo ich ihn vielleicht mal tauchen könnte. Habe ich aber jetzt aber nicht gefunden. Und da werde ich einfach mal hier jetzt reines Wasser zwischendurch reingießen und dementsprechend dann wieder raus. Und das werde ich jetzt ein paar Mal machen. Ne? Und dann holen wir da erstmal alles raus aus der Kokoserde. Manchmal ist das besser. So, jetzt kommen wir noch zu einem Päckchen. Pass mal auf. Ja,
Lass uns überraschen, was da drin ist. Auf jeden Fall, ne? Ich bin gespannt drauf. Ich meine, ich weiß es ja eigentlich schon. Der liebe Florian hat uns etwas zur Verfügung gestellt hier für den Kanal, dass wir vielleicht mal sehen können, wie wir das hinbekommen. So, es sind zweierlei. Hat er jetzt was aufgeschrieben oder nicht? Sieht nicht so aus. Ist auf jeden Fall beides gut angekommen soweit. Ne? Das heißt, ich packe das mal eben aus und dann gucken wir uns das mal etwas näher an. Ja, hier sehe ich schon, was los ist. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Die Namen, die muss ich mir mal eben raussuchen, dass wir auch wissen, um was es sich hier eigentlich handelt. Ne? Und wieso, weshalb, warum wir die Pflanzen jetzt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Wir kommen zum ersten Patienten. Das soll eine Monstera obliga Peru sein. Ja, wir sehen zumindest eine kleine Spitze schon mal. Wurzeln sehen so lala aus. Jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm. Ja, und mal gucken, ob wir den Kandidaten hinbekommen. Und wir haben noch einen zweiten. Der liegt da noch. Fabian, ja siehst du, so kann man sich vertun, ne? Florian, Fabian. Der Fabian hat uns diese Pflanze auch noch zugeschickt, naja, Stecki in dem Sinne. Kleines bisschen Wurzel ist dran. Das Blatt sieht jetzt so aus. Ich habe leider den Kommentar nicht mehr wiedergefunden, wie sie heißt, aber sollten wir wohl rauskriegen, ne? Fabian wird das mit Sicherheit nochmal wissen. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir die jetzt zugange bringen, würde ich sagen. Die Mini-Mini-Steckis, also schon, ne? Gar nicht so einfach, aber nicht, dass es unmöglich ist. Okay. Als allererstes werden wir bei dem kleinen Stecki hier den braunen Anteil rausschneiden. Aus einem ganz einfachen Grund, damit wir beobachten können, ob er sich weiterentwickelt oder ob dann gegebenenfalls Schluss ist. Ich denke mal, das ist schon ganz wichtig, weil so optisch kann man das oftmals gar nicht, nee, nicht da rein, oftmals, wo wäre auch nicht schlimm, oftmals gar nicht erkennen. So, kommen wir wieder raus hier. Danke. So, kommt das Schätzchen hier rein. Den anderen habe ich jetzt hier reingestellt erstmal. Und wir werden jetzt tatsächlich auch hier Wasserstoffperoxid als erstes anwenden, um Gegebenes, was nicht in Ordnung ist, rauszukriegen. Allerdings nehme ich jetzt nicht die 5 ml auf 1 Liter, sondern ich würde sagen, hier gehen wir ja auf 1, sagen wir mal auf 2 ml. 2 ml auf 1 Liter erstmal und ich kann dann ja beobachten, ob eine Reaktion stattfindet oder nicht. Und wenn das gegeben ist, ist das okay, weil wir haben jetzt hier nicht so viel organisches Material, was reagieren kann in dem Sinne. Von daher... Vermutlich ist das so. Wir wissen es nicht. Ne? Wir testen das einfach aus. So, dann kommt das jetzt erstmal hier rein, so dass der ganze Stecki bedeckt ist. Das ist okay. Und bei dieser Monstera hier machen wir das so, dass er also komplett geflutet wird. Weil da ist, also, ja, es geht halt bis oben hin. Ne? Ist so. Von daher fluten wir den einmal komplett. Weil der Stecki halt ganz oben ist. Ne? Und da zu viel Wurzel dran ist. Deswegen, dass der Stecki also wirklich mit drin ist jetzt hier im Wasserstoffperoxid. Reines Wasser erstmal. Und dann gucken wir mal, wie wir morgen oder übermorgen dann dementsprechend weiter vorgehen. Und dann kann ich mir da in Ruhe auch nochmal Gedanken zu machen. So, das war das. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Denn das Schätzchen, das kommt jetzt erstmal aufs Handtuch gestellt, damit das überschüssige Wasser hier rausgesogen wird. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig, damit er nicht in der Matschepampe stehen bleibt. Ne? Wenn man sowas durchspült, ganz wichtig, weil die haben sehr wenig Wurzeln, ganz filigrane, feine Wurzeln. Und wenn die jetzt ständig in der Matsche stehen, die verbrauchen auch nicht viel Wasser, ist das nicht so gut. Ne? Bei der Monstera sieht das anders aus. Wir verbrauchen schon Wasser ordentlich und von daher sind wir hier doch ein bisschen vorsichtiger erstmal. Okay. Es gibt schon immer wieder mal dolle Phänomene zu erleben im Reich der Pflanzen. Wieso, weshalb, warum, was passiert. Mal gucken, ob wir das noch rauskriegen. Wäre ganz schön. Gut, wir könnten jetzt hier den Test machen, auch mit einem anderen Dünger, ganz klarer Fall. Aber noch nicht, eins nach dem anderen. Ja, Fabian, mal gucken, ob wir sie zu Gange bekommen. Das wird mit Sicherheit sehr interessant werden. Ansonsten müssen wir jetzt erstmal abwarten, ne? Ganz klarer Fall. Oh, ich dachte gerade schon, Akku ist aus. Das wäre jetzt auch wieder der Burner gewesen, ey. So, ja, wie gesagt, ich muss mir da Ruhe Gedanken drüber machen nochmal. Reines Wasser am Anfang ist immer nicht verkehrt. Definitiv. Ne? Aber wir sehen jetzt diesen braunen Anteil hier bei der Pflanze. Das wird wohl dem geschuldet sein, dass die Pflanze nicht ausreichend mit Kalk versorgt ist. Ne? Aber da sie jetzt noch nicht viele Wurzeln hat, um was aufzunehmen, da ist der Nachteil bei einem Stecki mit einem großen Blatt. Manchmal ist es tatsächlich einfacher, wenn kein Blatt an einem Stecki dran ist. Wie wir es jetzt auch bei der Monstera hier tatsächlich gegeben haben. Ne? Aber bis die aus dem Quark kommt, das dauert natürlich lange. Wir erinnern uns, wir haben damals die Monstera...
Monstera Thai Constellation, das war ja auch so ein ganz kleiner Stecki, ne, der durchgeschnitten war. Und da war direkt an der Knospe sogar abgeschnitten. Und das hat Ewigkeiten gedauert, bis er rausgekommen ist. Aber irgendwann hat er es ja geschafft gehabt. Das ist das Ding in der Säule, was wir kennen, ne, wo wir mittlerweile schon zwei große Pflanzen von herausgezogen haben. Ja, okay, war doch umfangreich heute. Weißt Bescheid? Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Und ja, ich bin froh, dass wir das mit der Kokoserde angegangen sind. Ich werde natürlich nicht alles in Kokoserde umpflanzen, um Gottes Willen. Das mineralische Substrat ist für mich das A und O, ganz klarer Fall. Aber wir machen es, um auch anderen Zuschauern zeigen zu können, wie man Pflanzen auch in der Kokoserde oder ebenfalls Blumenerde halten kann. Bei Blumenerde ist es aber eine andere Sache, weil die ist oft aufgedüngt und da gibt es verschiedene Blumenerden mit verschiedenen Zuschlagstoffen und hast du nicht gesehen und auch Eigenmixe und. Ne? Das würde zu vielfältig werden, aber das mit der Kokoserde werden wohl die meisten machen tatsächlich. Ne? Nur ganz wichtig bei der Kokoserde, wenn du das erste Mal hast, aufquellen und dann ein paar Mal durchspülen. Das ist ganz wichtig, denn dort befinden sich Salze drin, die die Pflanzen nicht gebrauchen. So ähnlich wie wir es gesehen haben bei der Avocado als erstes. Ne? So ist das im Leben. So, ja, doch war recht viel heute, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht vorgehabt. Also jetzt thematisch gesehen, eigentlich wollte ich nur zwei, drei Sachen gemacht haben. Aber wie immer, es kommt das eine zum anderen. Ne? Das ist halt so. Ja, dann gucken wir mal morgen, wie die Orchidee dann aussieht mit dem Blubber Party. Und auch hier gucken wir morgen mal nach wieder oder übermorgen, je nachdem. Ich will mal nichts versprechen, wisst Bescheid, ne? Weil es kommt immer alles spontan hier. Okay, es geht auf jeden Fall weiter.